zu spät immer wieder das Handy auf. Na super. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh Gott, ich erschieß mich. Oh, hör zu. Ich war gerade auf dem Weg. Hey. Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Und das ist Erich Fromm, Die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ja. Also, Bist du aber irgendwie unsicher? Was? Nein, ich bin mir unsicher. Nee, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Hä? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich habe dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Kannst du jetzt bitte mit diesem scheiß Handy aufhören? Ich komme nach 6 Monaten aus Afrika zurück. Nach 6 Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Okay, verstehe ich das richtig? Ich gebe ihr also die erste Pille, warte, bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn 2 Pillen unterjubeln, ohne dass sie was merkt? Dann lass dir was einfallen. Ich verpasse heute Abend die erste und dann werden irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an, ich versuche dir nur zu helfen.